Ah, und ich habe keine Axt, oder? Doch. Und Zombie. Heute mal wieder mit unglaublicher Reaktionsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Ja. Der Zombie oder du? Wir beide. Deswegen hast du auch 5 Herzen verloren. Eigentlich nicht, ne? Ich weiß, das war auch nur ein Scherz. Ach ja. Sag bloß. Du wirst es nicht glauben. Alter, wie ich hier die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen einsammle. Da ist ein Loch im Boden, weißt du das? Das habe ich extra eingebaut, weißt du? Damit ich frage, ne? Warum ist da ein Loch im Boden, damit du fragst? So, ich... Willst du eigentlich hier nur Glas, Dingens reinhaben oder richtig Glas? Ich würde da Blöcke reinmachen, Blöcke, oder? Blöcke, gut, das wollte ich wissen. Was würdest du da reinmachen? Also, ich finde Blöcke eigentlich schöner. Gut, das war nur eine Frage, weil dann baue ich schon mal die ersten Blöcke rein. Ja, ich habe ja bloß gefragt, was du denn besser findest. Nee, ich finde Blöcke auch besser, aber du hättest ja irgendwie sagen können, ja, hier, ich hätte lieber... Meinst du, nein, tu es nicht! Warte, ich mach! Ach ja, du hast ja die Schere. Hey, ja. So. Da oben auch noch weg? Ja, ja, mach den mal weg. Da muss ich ja sogar mal überlegen, wie wir das jetzt machen. Das Ganze ist ja um eine Ebene sozusagen versetzt auf der anderen Seite. Herzlichen Glückwunsch, hat's verstanden. Ja. Im Gegensatz zu mir. Klaus ist jetzt über der dritten Beitritt. Gut. Gut, gut, gut. Moment, nee, dann machen wir das vielleicht echt um zwei Ebenen. Überlegen, überlegen. Dann nehmen wir mal das Holz und dann machen wir uns hier erstmal schön Holz hin. Du Architekt, du wirst ja wohl wissen, was du tust. Ja, das weiß ich wohl. Wollen wir eigentlich auch irgendwann Großbauprojekte starten? Na klar. Das ist doch wohl logisch. Oh, war ja nun mal nur so eine Frage. Stirb, Spinne! Ob das Sinn macht, hier eine Treppe genau in der Mitte zu setzen? Fragen über Fragen, aber keine Antwort. Ja, weil ich nicht antworte. Ja. Ich mach das einfach mal mit der anderen Holzfarbe. Bing. Weißt du, damit es einen schönen Kontrast setzt zu dem anderen Holz, ja? Schön Oakwood gefällt. So. Weil ich mache hier mich schon ein bisschen an die Innenarchitektur des Baumhauses. Gut, tu das. Ich brauche mehr Holz und... Okay, Eisen haben wir bestimmt nicht mehr. Ich werde also einfach mal die restliche Axt nehmen. Fuck. So. Oh, ein Creeper. Naja, das wird wohl vielleicht sogar noch gut ausgehen. Oh, das ist gut ausgegangen. Aber wir haben jetzt ein riesiges Loch im Vorgarten. Wie war der Creeper-Alarm? Da hätte ich dir vielleicht helfen können? Nein. Doch. Niemals. Ohne Creeper-Alarm? Keine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe gar nicht. Fapp. Tja, hat ja niemand gesagt, dass ich dir dabei helfe, wenn du das machst. Das ist ja auch der. Das ist aber der Creeper-Alarm. Ja. Ach, übrigens, fapp. Bam. Voll daneben. Mann, bin ich so schlau. Ja. Schmeißt dich in beide Creeper erstmal rein, ey. Ne, das hätte theoretisch funktioniert, wenn du nicht zu nah dran gewesen wärst. Ich war nicht zu. Also, ich bin nicht bei drauf gegangen. Ja, aber ich glaube, du warst zu nah dran beim Anlocken. Okay, jetzt hau ich ab, bevor er mich umbringt. Fapp. Creeper? Nein, Bogenschütze. Nein! Tja, hätte ich mal mein Bett benutzt. Ja, wir sehen uns dann, ne? Soll ich den Teil des Waldes anzünden, wo wir sind? Nimm lieber den auf der anderen Seite des Sees. So, erstmal auf eine erhöhte Position. Und ja, das ist wieder unsere Startposition. Wir gingen in diese Richtung. Ich kann dir auch einfach meine Koordinaten durchgeben. Ja, aber ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wo es war. Wenn ich noch wüsste, wo man die Koordinaten abrufen kann. F3. Macht er bei mir nicht. Egal. Ein Enderman. Auch zwei Enderman. Ja. Passiert. Du kannst ja mal ein bisschen Koordinaten sagen, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung.
Warte, sage ich dir, sobald ich... Ich brauche im Moment eigentlich plus X und... ich bin selber gestorben. Experten, überall bloß Experten. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück, damit du mich wenigstens findest und ich dich. Damit wir uns gegenseitig finden. So. Alter, was ist denn jetzt verkehrt? Warte. Verkehrte Welt, oder wie? Diese doofen F-Tasten. Da unten ist sogar noch ein bisschen Licht. Vielleicht sind wir echt in die Richtung da unten gegangen. Ah, ich sehe dich schon. Bing, 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 bing. Ah, Kacke. Als ob ich den Trip überleben würde. Kannst du dich mal umdrehen? Ich hab grad. In welche Richtung gehst du überhaupt? Bist du in der richtigen Richtung? Ich weiß es nicht. Bei mir ist irgendwas mit der Steuerung irgendwie kaputt. Aua. Hat's was gebracht? Ja, natürlich. Noch ein Zombie und ein Creeper. Die Sensitivität ist runter. Na, dann gehst du ins Optionsmenü und bastelst das um. Falls ich nicht vorher sterbe, ne? Ja, aber es wird doch schon Tag. Ich faile hier gerade ein bisschen. Ah. Aber ich entsinne mich über den Berg da mit dir gegangen zu sein. Oh ja, ich glaube, ich werde sterben. Ich werde auf jeden Fall sterben. Das ja, war ja klar. Aber das ist ja nicht so schlimm. Alter, hier sind... Weil du bist ja bloß Nehmer quasi. Ich gehe auch mal sterben. Okay, dann sind wir ja im Prinzip beide in der Nähe. Jo. Alter, wie geht... Tja, wo bleibst du denn? Was soll ich dir denn? Ich kann dich nicht sehen. Ja, warte. Nee. Also, da unten sind wir hingegangen und haben unser erstes Lager gebastelt. Okay. Jetzt ist die Frage, sind wir nach da hinten gegangen? Alter. Oder eher in die Richtung? Das passiert uns nicht nochmal! Falls es uns nochmal passieren sollte, bitte hier die Rückblende einblenden. So, jetzt. Nemo, mich selbst. Wo bist du? Ich bin da, wo wir gestartet haben, also oben auf dem Berg. An der Spitze sozusagen, am Nippel dieses Berges. Ja, dann könnten wir theoretisch da auch so super eine Aufnahmepause machen. Du willst eine super Aufnahmepause machen? Okay, wenn du das unbedingt möchtest. Aber wir können von mir aus auch noch warten, bis der Regen aufhört. Nee. Also, tja, ich würde sagen, dann geht es nächstes Mal weiter mit der Suche nach, unserem kleinen Baumhäuschen. Ja. Also, bis gleich. Jo, bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Let's Play Together Minecraft. Ja, letztes Mal sind wir ja leider gestorben. So aus dem Nichts. Und ja, du wirst mich da nicht runterschlagen können. Ja. Nein, ich winke. Alter, ich wink doch bloß. Du wolltest schlagen, ich hab's genau gesehen. Ja, auf die Entfernung kann ich dich doch gar nicht schlagen, da winke ich dann einfach. Hier, gucke. Ja, wink du auch mal, siehst du? Ich hab dich im Auge. So, Naja, also... Übrigens ist hier hinten Dschungel, was wir gar nicht gesehen haben. Achso, und nochmal zur Information. Wir spielen jetzt mit der 1.5er, weil die gerade frisch draußen ist und irgendwie hat diese ganze Texturenpack-Geschichte nicht geklappt. Also wir hatten bloß 8 Frames in der Aufnahme mit dem Texturenpack und das kannst du ja keinen anbieten. Kennst du ja, weißt du? Geht ja nicht. Obwohl, wir könnten auch mal einen Let's Play Together machen, dann ist das super. Ja genau, mit Bildschirm abfilmen und so, weißt du? Das können wir auch machen. So. Und den Ton nehmen wir mit dem Toaster auf. Alles klar. Tja. Stellst du noch eine Frage? Wo steht unser Haus? Richtig. Tja, und in welche Richtung gehen wir? Also da unten war ja irgendwo mal Licht. Da ist ja, glaube ich, diese Höhle, wo wir am Anfang ein bisschen rumgebuddelt haben. Jetzt ist die Frage, sind wir eher in Richtung Berge gegangen oder weiter in Richtung Wald? Das werden wir dann sehen. Ey, ich habe Kohle gefunden und eine Spinne. Geile Scheiße. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder hier rauskommen. Weißt du, noch eine Frage stellt sich natürlich auch, wollen wir jetzt erstmal schnell ein bisschen Nahrung holen oder sofort losstürmen, solange wir noch was zu essen haben? Wir haben nichts zu essen. Also, da in der Leiste meine ich. Ach so. Solange wir es noch etwas in unserem Mägen haben, was gerade verdaut wird, weißt du?
Ich würde erstmal sagen, wir gucken erstmal rum und gucken, wo wir überall waren. Oh, du bist da gerade voll, naja, lang geschlittert. Geglitscht? Nicht geglitscht, nein, nein. Ich habe hier verrottenes Fleisch. Ja, yeah, das ist ein Stück. Naja, du kannst ja eins haben. Ja, du musst auch schon reinlaufen. Ich esse zwar vieles, aber nee, das nun wiederum. Das füllt ja immerhin ein bisschen was auf. Ein einziges. Besser als gar nichts. Das ist richtig. Könnte dir das Leben retten. Also ich würde sagen, wir gehen in die Richtung da, wo du gerade dahin gehst, oder? Ja, ich glaube, hier sind wir auch lang gegangen. Wir sind, glaube ich, über den Berg da oben gegangen. Ist es überhaupt klug, jetzt zu rennen? Verbraucht doch richtig viel Nahrung, oder? Also da ist auf jeden Fall die Stelle, wo ich da, glaube ich, das Dingens bauen wollte. Das Dingens? Hier, den Stollen. Okay. Oder nee, hier war das noch nicht. Nee, das war nicht. War das nicht diese Wand, die so gerade abgehackt ist, so wie da oben, wenn du von meiner Position aus guckst und du bist schon weit weg? Jetzt sehe ich die Wand. Achso. Vielleicht gibt es ja mehrere Wände. Vielleicht gibt es ja hier mehrere Wände, die so sind. Nee, ich glaube, es war die da. Na gut. Wenn du die Wand unter tausend anderen Wänden wiedererkennst, naja, dann muss ich darauf wohl vertrauen. Ja. Dein Kennerblick als alter Minenarbeiter. Das könnte auch die da oben gewesen sein. Ah nee, die war's nicht. Entscheide dich. Ja, habe ich doch. Ich habe Nein gesagt. Okay. Vielleicht wäre es an sich eine gute Idee, mal einen erhöhten Punkt zu suchen. Oh, wir müssen auf jeden Fall... Ah, ja, da ist das Dingensbiom, das da unten ist Wüstenbiom. Ja. Ach, cool. Was, dann kannst du auch durch alles durchsehen? Ich darf jetzt zum Beispiel nicht dahin, wo du lang gehst. Oder darf ich da noch lang? Da kannst du ruhig hin, also das lädt ja nach. Ah, stimmt. So findet man bestimmt gut Dingens. Zeugs. So sind wir früher auf Diamantensuche gegangen. Ja, ach, damals. Als wir noch jung waren. Warst du da überhaupt dabei? Nee. Aber ich habe meine eigenen Abenteuer erlebt. So, da hast du's. So, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Haus. Ja, glaube ich auch. Irgendwo da hinten müsste es sein. Ja. Auf jeden Fall hier irgendwo in dem Waldbiom. Immer dem Fluss entlang, wenn ich ihn finde. Stimmt, hier musste irgendwo ein Fluss sein. Ja, tolle Idee, hier. So. Ja, da hinten ist der Fluss. Ah! Und. Verdammt. Ah, bist du runtergefallen? Jo. Hier sind ganz viele Löcher. Habe ich dann auch mitbekommen, als ich reingefallen bin? Ja, aber hier haben wir erst überlegt, ob wir bauen. Du müsst auch irgendwo dieser Riss rumlungern, falls es da nicht schon ist. Und da unten bist du. Ich habe den Riss gefunden. Ich würde ja jetzt gerne Geld zuwerfen, damit du da unten tanzt und so. Ich muss erst mal gucken, wie ich hier rauskomme. Ein Seil habe ich leider nicht dabei. Gibt's das bei Minecraft überhaupt? Nee. Aber dafür Leitern und man kann sich an den Lianen auch da so hochhangeln. Ja, ist richtig. So. Auf jeden Fall bin ich rausgekommen. Ja. Gut, gut, gut. Ah! Vor allem unsere ganzen schönen Items sind jetzt alle futsch. Ja. Die werden ja wahrscheinlich nicht mehr da sein durch den Server-Neustart, oder? Doch, das glaube ich schon, sonst hätten wir das verrottene Fleisch nicht gefunden. Stimmt eigentlich. Naja, wir werden es ja sehen, ob wir Glück haben oder nicht. Ich kann schon nicht mehr laufen. Ich versuche gerade ein Hühnchen zu killen. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. So, wenn Hühnchen. Ich glaube, dass es nicht mehr weit ist. Stirb, 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 Hühnchen. Was ist schlimm, ey? Das Huhn ist schneller als ich. Ganz geil. Oh. Wenn man rohes Hühnchenfleisch isst, dann wird man anscheinend ein bisschen vergiftet, oder was ist das? Ach, Hunger kriegt man. Hunger. Kann man eigentlich auch verrottenes Fleisch essen? Also wenn man es gebraten hat? So, das ist. Glaube ich nicht. Man kann es ja so an sich essen. Ich glaube nicht, dass man es braten kann. Jetzt mal auf dem Baum wäre ganz cool. Um mal so. Ey, da sind Kürbisse. Ja, so mal durch die Gegend zu gucken. Ja, ich werde mich eher mal am Fluss orientieren. Aha, eine kleine Insel. Gut. Weil ich weiß, wir sind noch ein bisschen über die Bäume gesprungen. Ja, wir sind ja recht weit gegangen. Über die Bäume. Noch ein Huhn.